Wir suchen hier die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Wenn wir diese 1 mit e hoch 0 mal x multiplizieren, dann haben wir an dieser Differentialgleichung nichts verändert, aber jetzt erkennen wir ganz deutlich, dass diese Differentialgleichung dieser Art ist. Dies ist die allgemeine Form einer linearen, aber nicht homogenen Differentialgleichung, in der das von y unabhängige Glied das Produkt einer Exponentialfunktion und eines Polynoms ist. Die allgemeine Lösung solch einer Differentialgleichung schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich als Summe von solchen Produkten, Exponentialfunktion mal Polynom. Diese Werte ak sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms dieser Differentialgleichung und diese Werte mk sind ihre jeweiligen Vielfältigkeiten. Eine partikuläre Lösung dieser nicht homogenen Differentialgleichung schreibt sich als solches Produkt. Dieser Faktor e hoch cx ist ganz einfach aus der Angabe abgeschrieben worden. Der Grad dieses Polynom p Sternchen in x ist genau derselbe wie der Grad dieses angegebenen Polynoms. Und der Exponent dieser Zahl x ist die Vielfältigkeit von dieser Zahl c als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung dieser Differentialgleichung. Also beginnen wir mit der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung. Zuerst schreiben wir die charakteristische Gleichung. Hier ist das natürlich 9 mal z im Quadrat minus 1 mal z gleich 0. Diese Gleichung schreiben wir in diese Form um und so erkennen wir sofort, dass 0 Nullstelle dieser Gleichung ist mit Vielfältigkeit 1 und 1 Neuntel ebenfalls Nullstelle ist mit Vielfältigkeit 1. Also durch diese Formel wissen wir, dass die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung sich schreibt in dieser Form. Hier steht ein Polynom 1 minus 1. Grades, das heißt ein Polynom 0. Grades, also eine Konstante, wir nennen sie c1, mal e hoch diese Nullstelle 0 mal x, plus ein Polynom 1 minus 1. Grades, also wieder eine Konstante, wir nennen sie c2, mal e hoch diese Nullstelle 1 Neuntel mal x. Und diese allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung halten wir hier fest. Jetzt suchen wir noch eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Gleichung und wissen durch diese Formel, dass man solch eine Lösung in dieser Form schreiben kann. Hier steht der Faktor e hoch 0 mal x, der wurde ganz einfach aus der Angabe abgeschrieben. Hier steht ein Polynom p Sternchen in x 0. Grades, weil dieses Polynom in der Angabe 0. Grades ist. Und hier steht x hoch 1. Der Exponent 1, das ist die Vielfältigkeit von dieser 0 als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung. Die 0 ist effektiv eine Nullstelle und ihre Vielfältigkeit ist 1. Daher dieser Exponent 1. Und somit wissen wir, diese partikuläre Lösung schreibt sich in dieser Form, das heißt x mal eine Konstante, nennen wir sie groß C, mal 1. Eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung
ist also eine Konstante mal x. Hier müssen wir jetzt nur noch den Wert von c herausfinden. Und dazu schreiben wir auf, dass dieses yp Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung ist. Also so. Hier brauchen wir die erste Ableitung von diesem yp und hier brauchen wir die zweite Ableitung von diesem yp gegenüber der Variablen x. Also leiten wir yp einmal ab, die Ableitung von c mal x, das macht c. Und jetzt leiten wir nochmal ab und die Ableitung von c, das macht 0. Diese Gleichheit hier ergibt also 9 mal 0 minus c gleich 1. Also so. Und daher schließen wir sofort, dass c gleich minus 1 sein muss. Diese partikuläre Lösung schreibt sich also minus 1 mal x. So. Da haben wir eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung, die wir hier festhalten. Jetzt sind wir bald am Ende gelangt, denn die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung schreibt sich ganz einfach als Summe dieser allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung und dieser partikulären Lösung der nicht homogenen Gleichung. Also so. Und die Übung ist schon beendet.